Zu einer neuen Show Samstag, an einem wunderschönen Samstag um 17 Uhr. Wir zocken heute Forza Motorsport 5. Und ich bin mir nicht sicher. Ich habe mich verdrückt, ob es zu laut ist. Auf jeden Fall stelle ich euch heute in 15 Minuten von dabei Game for Forza Motorsport 5 das Release Game mit der Xbox One. Ich habe das Game schon mal gezockt. Hier, das ist mein Auto. Glaube ich, was ich mal hatte. Hashtag YOLO. Und ja, Forza Motorsport 5, wer es nicht kennt, Forza Motorsport 5 ist ein Rennspiel und damit auch das erste Rennspiel dieser Videoreihe. Und wir müssen an sich Rennen absolvieren. Ich habe hier kompakte Sportwagen, ich würde es an mir nehmen. Es stehen mehrere Meisterschaftsserien für Sie bereit. Jeder hat ihre eigene Auswahl an Autos, Herausforderungen und Belohnungen. Okay. Also ich würde sagen, wir machen mal moderne Sportwagen. There was a time when simply going fast was all that was required of what we call sports cars. Not anymore, it seems. Today a sports car needs to satisfy all our cravings, not just for speed, but for comfort, a sense of style, convenience, practicality and above all, luxury. Would any of these cars be any worse for not being decorated with bits of dead animals and trees or with offcuts from racing cars? I'm not so certain. BMW 3 Series you will see every day. Not that it makes the M3 any less desirable, inside or out. While the Jaguar XKRS interior would not be out of place in an 18th century costume drama. But if rarity is in itself a luxury, try the Maserati Gran Turismo with its Ferrari-built V8, or the rare and underrated exercise in beating the Germans at their own game that is the Lexus ISF. Okay. Wenn wir ein gratis Auto würde ich sagen, nimm mal den. Der ist schön. Okay. Ja, das Design, das sieht geil aus. Ui, oh. Okay. Und was? Oh, kaufe ich. Hab eh genug. Okay. Und dann 2 Minuten kommen wir uns jetzt auch mal ins Rennen stürzen. Das ist der 2013er Audi RS4 Avant. Schön, spitze. Danke, ich weiß. Das ist meiner. Den habe ich gebaut. Es geht zurück nach Abu Dhabi auf den Yas Marina Circuit, der Heimat des großen Preises von Abu Dhabi. Okay, Abi UAE, Yas Marina. Gut, Leute. Ich sag, wir müssen einfach Rennen fahren wie bei Formel 1. Formel 1 habe ich, glaube ich, auch noch irgendwo ein Game. Das könnte ich auch mal zocken. Aber da kommt ein anderes Game und für übernächste Woche muss ich auch schon mal was produzieren. Da bin ich mir auch noch nicht sicher, was. Oh, Temperatur, aha. Bei jedem Rennen werden Sie herausgefordert, die Rundenbestzeiten Ihres Freundes zu schlagen. Aha. Rundenbestzeiten werden für jede Strecke und Autoklasse gespeichert. Wie viele Rekorde können Sie brechen? Alle, pass auf. Leute, wenn ich dazu mal ein Video an sich machen soll, dann schreibt es mal in die Kommentare. Also mein wahrscheinlich eh. Okay, Leute. Dann schauen wir mal. Yeah. Es ist wieder cool, so ein Spiel so zu haben, weil ich mag eigentlich. Ich habe das Toastgetreide. Da ist Ennis alle. Hallo Ennis. Also Ennis ist jetzt nicht in der Runde, aber er hat das Game wahrscheinlich schon mal gespielt. Ne, Ennis. Ennis war das Video, das hieß, ne? Da reden wir mal morgen an. Also schreiben wir ihm an. Ist ja Ferien. Ja. Oder sprich mir an, wenn du es später siehst, weiß ich ja nicht, ne? Wann du siehst so. Drift! Ich weiß nicht, wie er driftet. Mach das weg, oh. Okay, ich bin schon recht gut eigentlich, glaube ich.
Also ich spiele Simulator, nicht mein Lenkrad. Ich würde mehr gerne mein Lenkrad spielen. Das kann ich mir nicht leisten. Jani hat nicht so viel Geld, sonst hätte er ein scheues Headset. Würde nicht mit 5 Euro Samsung-Kopfhörern aufnehmen und streamen, ne? Nee, aua. Aua. Das war bitter. Das war mega bitter, Alter. Haben wir die Runde geschafft? Ah ja. Hm? Nee. Okay. Wirf! Weil es mit A ist die Handbremse, glaube ich. Hinter uns sind ein paar wunderbare Fahrzeuge, die werden wir aber natürlich ignorieren und versuchen, den ersten einzuholen. Der gerade mehr rote Fehler macht ich aber leider auch. Oh nee. Okay, die Kurve habe ich auch besser noch als er. So, das kann ich jetzt so machen. Da bin ich auch ein bisschen näher dran. Und zack! Okay, Leute, wir sind Erster. Wir sind Erster von 16. Und da endet erst die erste Runde, ey. Kann nur eine in der Wahl sein, oder? Okay. Und wir haben die erste Runde gemeistert. Okay, und jetzt die finale zweite Runde. So, und das ist halt das Rennprinzip. Es gibt noch mit Kompaktwagen. Ich glaube, Geländebahn bin ich mir jetzt nicht so sicher. Ich glaube aber nicht. Mit jeder Auto, die es gibt eigentlich, groß. Einfach Rennspiel. Test es aus. Ihr könnt auch Forza Motorsport 4 für die Xbox 360 und nee, PlayStation hat ja kein Forza. Also, es ist, so viel ich weiß, ein Only Xbox-Spiel. Aber ich glaube, Windows hat es auch, glaube ich. Ihr Leute auf Windows können dieses Game auch zocken. Genauso wie die Forza Motorsport 4 und alle Forza-Teile davor. Es gibt, glaube ich, auch noch ein kostenloses, glaube ich. Oder eins für 7 Euro im Place. Da müsst ihr mal gucken. Oh, war es nicht? Nee, es war, glaube ich, es war Need for Speed, glaube ich, ne? Ja, Need for Speed hatte eine Mobile-Variante. Ich glaube, Forza Motorsport nicht. Aber okay. Also alle Xbox und Windows-Spieler, testet es einmal aus. Das lohnt sich wirklich. Kostet dann auch so viel wie am Start, weil es war wie so ein Release-Spiel von der Xbox One. 2013 kam das Spiel raus und sieht trotzdem geil aus. Es sieht wirklich geil aus. Also ich kann es euch nur empfehlen. Und die Idee hat übrigens von der guten Tanja Tornado. Wenn du dieses Video hier aussiehst, dann Grüße gehen raus an dich. Boah. Eigentlich habe ich für die Woche ein anderes geplant. Das kommt aber nächste Woche. Dann so. Und davor so ziehen wir stets mit dem ersten Platz ab. Was mir ja gut ist und Match. Rennen als erster abgeschlossen. Perfekt. Ich begrüße mit Peter einen Anruf. Also Creeper Skills, ich mache auch kein YouTube mehr. Der ist schon. Wohnen wir nicht da, ne? Das klappt dann. Also nehme ich, habe ich hier da, ich nehme jetzt einfach das Video für 1,5 Stunden auf. Kommt ja 1,5 Stunden online.
Okay, wir kriegen jetzt ein bisschen Geld, womit wir uns Autos kaufen können und aufrüsten können. So, ich habe eine Vitalstufe 1 und Fahrerstufe bleibt auf 2. Genau, es gibt eine Fahrerstufe und eine Affinitätsstufe. Im Rennen sehen Sie, wessen Rekorde Sie gebrochen haben und wer Ihr nächster Gegner ist. Drücken Sie X, um direkt in den Rivalenmodus zu springen. Will ich auch nicht. Muss er fortfahren? Oh nee, will ich gar nicht. Heute geht es zum weltbekannten Silverstone Circuit, Heimat des großen Preises von Großbritannien. Na, in England will ich jetzt nicht. Ich will mich kein Rennen mehr machen. Ich will euch jetzt noch zeigen, was man auch für wunderbare Sachen machen kann in diesem Game. Weil Rennfahren, habt ihr jetzt gesehen, wie es ungefähr abläuft? Und jetzt nochmal andere Sachen in diesem Game anschauen, weil das Game jetzt halt so, okay, ich komme in ein Auto und fahre Rennen, sondern glaube ich noch mehr, muss ich das gucken. Ich will jetzt bitte. Überholen Sie die meisten Autos, um dieses Event zu gewinnen. Genau, es gibt auch Events. Das zeige ich euch aber jetzt nicht. Das könnt ihr selbst herausfinden, wenn ihr euch das Game holt. So, da la. Oh mal, das ist unser schöner grüner Wagen, der wirklich cool aussieht. Und dann machen wir diesen türkisen Ding. Ne? So, das ist die Karriere. Dann gibt es mehr Spieler. Einfach mehr Spieler. Da ist ein freies Spiel, benutzdefiniert. Dann noch kann man die Freunde eine Bestliste bieten, den Rivalmodus. Marktplatz ist der Store, da drücke ich jetzt immer nicht drauf. Force TV könnt ihr euch die Rennen ansehen, die ihr gespielt habt. In der Forza-Galerie könnt ihr euch Fotos ansehen. Tune und Upgrade. Da könnt ihr ein bisschen was upgraden. Zum Beispiel das hier, Luft, hier Kraftstoffanlage. So, ja, kaufen. Jetzt als Beispiel, was jetzt bringt, keine Ahnung. Ich kenne mich damit nicht so aus. Deswegen habe ich jetzt mein Auto aufgerüstet. Da kann man das Auto noch lackieren. Punkt Lackierung können Sie neue Designs eigens für Ihr Auto oder für andere Autos erstellen und letztere für die Community freigeben. Richtig! Und Leute! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Freunde, da war eine Wespe in meinem Zimmer. Ich bin aus dem Zimmer heran. Jetzt bin ich wieder da, weil sie weg ist. So, okay. Was wir alles richten. So, okay, jetzt passiert. So, es gibt Aufkleber, die man drauf machen kann. Dann gibt es. Jetzt, hallo. Ich will nicht. Ich will jetzt nicht. Denke. Dann gibt es Mustergruppe, lackieren, man kann das wieder löschen, man kann welche speichern und so weiter. Das ist der Outlook-Modus. Forza-Profil ist euer Karriereprofil und Nachrichten aus der Zentrale. Und wir können den diesen Game nicht machen, aber schön viel Auswahl. Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns nächste Woche beim Show Samstag wieder. Haut rein und ciao!